So, es geht ein bisschen weiter. Wir haben hier was, ja. Wir haben letztens hier in dem Gebiet aufgehört. Ich habe jetzt weniger Kopfschmerzen, deswegen mache ich was weiter. Ich habe ein paar Pokémon gefangen, die hier in dem Gebiet vorkommen. Wir gehen jetzt einfach hin und töten alle Trainer. Das ist irgendwie ein ganz. Na, bist du? Ach, du bist ein Mauzi. Haben wir bereits gefangen. Haben wir bereits gefangen. Ist auch nämlich ein Mauzi. Wir haben eigentlich alle Pokémon, die hier so vorkommen, bereits jetzt gefangen. Wir wollen jetzt auch noch die einzelnen Items einholen. Und gegebenenfalls, ja, Trainerkämpfe bestreiten. Coole Sache ist, ich habe herausgefunden, wie man Shiny handelt. Ist eine Mischung aus Pokémon Go, Let's Go und tatsächlich normal Pokémon. Manchmal muss man ein bisschen Glück haben, natürlich. Die höchste Wahrscheinlichkeit, ein Pokémon hier bekommen, was einen interessiert und mit Shiny, ist folgendermaßen aufgebaut. Muss 5-mal Stück von denen besiegen. Ob Trainerkämpfe, Waldkämpfe, ist egal, fangen ist auch egal. Und dann einen Schaden von plus 25 aufbauen. Damit hast du eine 33%ige Chance, dieses Pokémon zu fangen. Ja. Diese 33, also beziehungsweise dieses Shiny Pokémon zu encountern, 33%. Diese 33% werden 6-mal am Anfang des Fights gerollt. Das heißt, das System überprüft, ist es Shiny? Nein. Rollt nochmal, ist es Shiny? Nein. Und immer so weiter, bis es Shiny ist oder 6-mal erreicht worden ist. Und so hat man halt die höchstmögliche Chance auf einen Shiny. Agilität? Nicht. Brauche ich eigentlich nicht, wenn ich eine Nitro-Ladung habe? Nee. Lass mal stecken. Ein Smetbo. Ja, und auf jeden Fall ist es halt so gegeben. Das heißt, je mehr Trainer wir besiegen, je mehr Pokémon wir bekämpfen, umso besser. Ja, und ihr wundert euch, warum bestimmt Waggon hier jetzt steht. Nein, gefangen haben es nicht. Das hat sich entwickelt. Aus dem Grunde, ich habe ja wie gesagt ein paar Pokémon auf ihn gefangen. Und ja, dazu ist halt dann gekommen, dass Waggon sich, also Conquet oder wie es denn ist, diese Holzkohle verschnitt, sich entwickelt hat zu Waggon. Ein Feuergestein-Pokémon, also eine Wasserarena, werde ich keinen Spaß mit dem Ding haben. Oder? Warte mal. Steinmal gegen Wasser effektiv, oder? Boah, jetzt weiß ich das gar nicht mal mehr. Ah, ja, lass mich in Ruhe. Das heißt, ich muss hier sowieso durch. Hinten. Ein Schutzband. Und nächster Trainerkampf. Ja, warum ich Waggon nach vorne habe, das sind halt die Trainer. Versteckten Items habe ich hier bereits aufgesammelt. Bedeutet, da habe ich kein Problem. Jetzt bin ich paralysiert, damit habe ich ein Problem. Macht definitiv sehr guten Schaden. Bin ja mal versuchen zu fangen. Er wird nicht nochmal Donnerwelle einsetzen, gehe ich davon aus. Wobei, bei manchen Trainern weiß man nie. Und nächste Runde habe ich ihn, weil ich ihn höre. Und Innetwert habe, sei denn halt, er setzt zu Keep ein. Dann hätte er mich. Das ist, also nicht getötet, aber er hätte mir Schaden gemacht. Das wäre auf jeden Fall noch, ne? Um nebenbei erwähnt, Livestream tue ich jetzt gerade erstmal nicht mehr. Vielleicht später bei Dynamax Raids oder so ein Scheiß, da kann man wieder ein bisschen Livestream zuholen, aber vorher jetzt erstmal nicht mehr. Zuschauen tut mir ja sowieso gut, Alter. So, 27 Poké-Dollar, schön. Ja, wie bereits erwähnt, am besten kämpft man gegen jedes Pokémon, was man nach einem in Shiny haben möchte, 500 Mal. Das ist natürlich eine Menge. Das gebe ich gerne auch so zu. Lohnt sich aber ja eigentlich dann. Und wir werden es ja sowieso irgendwann erreichen, dass wir 500 Mal gegen ein Pokémon gekämpft haben. Ob man es möchte oder nicht.
Wie oft man gegen Pokémon gekämpft hat bereits, das sieht man im Pokédex. Das Schöne ist, nein, man muss es jetzt nicht schämen, 500 Kills in bei wilden Pokémon oder fangen, ja. Das müsst ihr nicht. Ihr müsst wirklich es besiegen oder fangen, das geht beides. Einmal 500 erreicht, habt ihr immer den Wert Bonus von 500. Bedeutet, ihr habt immer zum Beispiel eine Minimumchance von 8%, dass ein Shiny bei dem bestimmten Pokémon erscheint. Diese 500 gelten nicht pro, also die gelten nicht für jedes Pokémon, die gelten wirklich auch nur für das, was ihr 500 mal besiegt habt. Heißt, sagen wir mal Waggon, haben wir 500 mal besiegt. Schöne Sache. Shiny Chance ist dann zum Beispiel halt erhöht. Ja? Eben sagen wir mal auf standardmäßig 8%. Und dann shiny stehen noch 25 mal. Dann hätte ich den dementsprechend tatsächlich bei einer ganz guten Nummer. Und zwar 33%. Wie sah denn ein Stein aus? Was warst du? Warst du? An die Kraft los. Du bist neutral, weil du Gras und Wasser bist. Das heißt. Ja. Dann sollte eigentlich Gestein sehr effektiv gegen. Beziehungsweise gegen Wasser sein, ja. Oder? Was? War das wirklich gegen Wasser? Nee, gegen Gras, oder? Boah, ist das schwer. Ich vergesse es immer wieder. Kami Hubs, Level 19 erreicht. Amon besiegt. 1440 Poké-Dollar. Die habe ich eigentlich mittlerweile wieder. Müsste ein Trainer habe ich tatsächlich schon offscreen besiegt. Das war aber ein Versehen. Oh, wieder 29.000. Geht ja klar. Ja, kann das sogar an ihm geben. Er kriegt das Sonderbonbon. Ja, gerne Funkensprung, ist eine coole Fähigkeit. Die das Ziel definitiv paralysiert. Aber wesentlich stärker nehmen wir das natürlich. Ich freue mich noch auf die Weiterentwicklung von Wally. Wally ist ein sehr, sehr schönes Pokémon. Vor allen Dingen weiterentwickelt. Gegen ihn habe ich schon gekämpft. Das ist außerdem das Gala Mauzi. Und gegen den Kleiner, der in den Kreis rennt, habe ich noch nicht gekämpft. Na, da. Gott. Necker. Ja, ein Eseli. Hätte ich mal Starter vorne, hätte ich das gewonnen-shottet. Naja, dann glaube ich sowieso alles. Anti-Kraft. Und Schaden auf jeden Fall, also kannst du mit leben. Und Katapult. Ich habe ein Elektro-Pokémon dabei für Wasser-Arena, was super gut ist. Steins-Pokémon. Hier. Oh Gott. Für die Arena. Beziehungsweise Gestein-Feuer. Ja, gegen die haben schon gekämpft. Und einmal ausweichen. So, zack. Und zack, hier lang. Hier habe ich noch gegen keins gekämpft. Okay, oh, und? Egal. Kampf. Jetzt musst du diese Pose machen. Musst du es tun. Blüpp, blüpp, blüpp. Was bist du eigentlich für ein Typ, bist du? Normal? Der Typ sein könnte. Pflanze? Nee, Pflanze wird es nicht sein. Das ist eine echt gute Frage.
Und zwar Kapseln. Nee. Von hinten wartet Top schon auf uns. Na, jetzt müssen wir auch alle Pokémon-Trainer hier besiegt haben. Scheiße, er hat mich gesehen. Hey Flo, schau mal, die Arena-Stadion von Turfield sind da. Nein, sag bloß. You don't say, my friend. Arena-Leiter Yaro ist zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis ein Arena-Stadion etwas weniger andrang ist. Ach übrigens, Sanja hat nach dir gesucht. Will ich was fragen, Flo? Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Du sollst sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, kannst du... Dann wirf doch einfach einen Blick auf deine Karte, okay? Wollwoll! Hey, das ist Sanja Woldi. Am besten folgst du ihm einfach. Das ist der geborene Wegweiser. Mit diesen Herzhintern, Alter. Gott. Was hast du denn so zu sagen? Ja, wenn man irgendwas vernachlässigt, braucht man es irgendwann immer, das ist so. Ist aber auch wieder eine coole Stadt, vor allen Dingen im Kreisgarten. Das ist ein bisschen an Stonehenge angelegt, oder? Ich glaube schon. Ja, das könnte sein. Ich gehe jetzt mal meine Pokémon heilen. Alle Firmen, die ihre Werbung machen, gehören auf Rose. Es ist kein seltener Anblick. Jaro ganz gelassen in der Woolifer läuft, die aus dem Purefield-Stadion München sind. Okay. Wir sollten uns endlich mal ein passendes Souvenir zu den Geoglyphen einfallen lassen. Geoglyphen-Marmeladen, das wär's. Ja, ich möchte mal ganz gerne meine Pokémon heilen. Nur dringend. Tatsächlich haben wir doch noch nicht überlevelt. Also wir sind natürlich um einige Level höher als wir sein könnten. Aber das passt ganz gut, glaube ich, wenn wir hier in der Nähe sind. Ich kaufe nochmal 30 Pokebälle. Verdammt. Wobei, ich kann ja auch wieder Sachen verkaufen. Ich habe wieder ein paar Sachen, die wir nicht brauchen können. Beziehungsweise die für nichts gut sind. Okay, dann sind wir so unten plus rausgegangen. Tatsächlich möchte ich mir auch ein bisschen mal umgucken, bevor wir... Okay. Ah, guck mal, das ist so mache ich noch ein Item. Top-Beleber. Das ist krass. Gerade in der ersten Arena jetzt. Okay, dann gehen wir nochmal zum Hügel. Wollwoll. Okay, ich folge dir ja gleich. Aber ich trete mich mal erstmal mit der hier. Okay. Wieder um die Sehenswürdigkeit hier mit den Geoglyphen. Ich denke mal, hier wird es was irgendeine Legende auf sich haben im Nachhinein. Und das Space-Schicken zu vergessen. Blattstein. Das ist nice. Ja, und manche Pokémon sehen genauso aus. Ja, das ist cool. Super, dass du etwas vorbeigekommen bist. Extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Siehst du diese Figur da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichen nennt man Geoglyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Und danach denke ich mir mal. Hey, gut erkannt. Und das, obwohl die Linien, die den schwarzen Wirbel darstellen, schon fast verwittert sind. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Galar und gigantische Pokémon begannen die Welt anzugreifen. Die Leute nannten diese Wirbel finstere Nacht. Was mag das wohl gewesen sein? Und was hat das Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen über Fragen. Und wie aussieht,
ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden. Rolfs, so viel Arbeit nur, weil meine Großmutter ihn Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier, nimm das als Dankeschön. Eine Ligakarte. Jaro, ja okay, Jaro ist ja der Arenaleiter. Jaro, der Arenaleiter von Torfield. Ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuerkäfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Falls du das noch nicht wusstest. Oh, und nimm die hier mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Jaro schlapp machen sollten. Warst du super? Also es scheint doch gegen Wasser sehr effektiv. Ach cool. Auch springt der Kleine an. Okay. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanzen, dann Stärke, dann Schwäche. So findest du Schatz auf dieser Fläche. Erst Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. Okay, Feuer und Wasser. Okay, ich habe es voll verstanden tatsächlich. Okay. Aber das hat hier was mit auf sich, oder? Erst Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche, um den Kreislauf zu schließen. Aber wie mache ich das? Ja, also es hat auf jeden Fall mit den Dingen hier was auf sich, glaube ich. Okay, ich kann damit noch nichts machen. Aber ich kapiere es auf jeden Fall. Scheint so, als ob und drinne wäre. Ah ne, wartet auf uns. Gut. Ja, nun, auf zur Arena, würde ich sagen. Gib dir das, Flo. Ich hab den Pflanzen auch, das ging fix, was? Tja, wenn es um Woli geht, bin ich eben unschlagbar. Was ist denn, was ich damit meine? Du wirst es gleich schon sehen. Keine Angst, du packst das bestimmt. Auch du bist schließlich mein Rivale. Ja, da ich jetzt befürchte, dass Gestein bei mir schnell raus wäre. Oh, bewegen. Und dann bitte gegen dich austauschen. Du kommst an zweiter Stelle. Elektro ist mir nicht so ganz wichtig. Käfer ist auch okay. Ja, dann auf zur Arena. Ich würde eigentlich ganz gerne. Ich muss mir das gleich mal durchlesen. Ich möchte erstmal ganz kurz gucken hier. Uniformladen nämlich. Jawohl. Oh, schlichtes Schwarzes. Aber so besser als gar nichts vorerst. 18.000 ist ja gar nichts. Was verspotten die mich jetzt so? Naja, egal. Ah, ein Arena-Schöner Avenger, willkommen. Möchtest du dich gleich an eine Arena-Mission versuchen? Oh ja, warum nicht? Ich möchte aber eigentlich gerne das andere Trikot anziehen. Okay, das sieht ja interessant aus. Okay. Thank you.
Die Mission, die Arena-Leiter von Tofi für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Wulli. Ich beende erstmal die Folge, Dankeschön.